Du bist? Steffi Niederzoll und Regisseurin des Dokumentarfilms Sieben Winter in Teheran. In dem Film geht es um? Rihana Chabari, die sich gegen ihren Vergewaltiger gewehrt hat, ihn niedergestochen hat und deswegen wegen Mordes zum Tode verurteilt worden ist. Und der Film erzählt ihren Fall nochmal nach. Rihana Chabari ist? Für mich ist sie eine ungewollte Heldin, die lieber ihr Leben gab, als zu lügen und dadurch für Frauenrechte gekämpft hat. Der Titel des Films ist? Er ist ganz spät im Prozess entstanden. Ich habe einen Traum gehabt und da hat mir ein befreundeter Filmemacher den absolut genialsten Titel für diesen Film gesagt und ich bin aufgewacht und konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und ich habe dann genau diesen Freund angerufen und gefragt, ob er mir nicht einen Titel für meinen Film geben kann. Und er hat sich den Film angeguckt und mir diesen Titel geschenkt. Auf den Fall bin ich gestoßen, als ich 2016 meinen iranischen Partner damals besucht habe in Istanbul und Familienmitglieder von Rihana Chabari kennengelernt habe. Für den Film habe ich ganz außergewöhnliches Filmmaterial und Audiomaterial bekommen. Das wurde heimlich von der Familie gedreht und rausgeschmuggelt. Das Publikum in Deutschland kann mitnehmen, dass Freiheit und Frauenrechte leider nicht selbstverständlich sind.